Ja, das ist echt kalt in Deutschland und das ist echt kalt in den Niederlanden. Aber so richtig kalt. Hallo, moin, moin und guten Tag. Und auch noch dunkel. Ja, moin. Wir sind in Holland, wir sind in Lossau und es ist rattenkalt heute Morgen. Ja, wir wollen mal gucken, was so passiert heute bei diesem kalten Wetter. So ist das. Teich 1, also keine Lachsforellen heute, sondern wir wollen es probieren, wie das ist mit den kleinen Fischen. Versuche ein bisschen Frequenz mal zu bekommen. Ja, ganz genau. Und ich glaube, ich werde heute gar nicht so viel angeln, sondern werde mich mehr aufs Filmen beschränken. Und der Matthias wird das schon richten heute. Ich gebe alles. Und ich bleib dran, ne? Es wird gleich hell. Im Augenblick ist es noch richtig kalt. Ja. Mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt, wie die Fische reagieren. Der Matthias schon wieder. Das ging schnell. Ich bin noch am Kaffee trinken. Ich wollte eigentlich nur die Standrute auslegen. Keine Rute ausgebaut. Gucke mal. Meine Maracas mit Pilot. Ja. 40 cm tief gestellt. Und das ging relativ zügig. Und auf Bienenmade. Auf zwei Bienenmaden, genau. Zwei Bienenmaden. Jawohl. Ja, Matthias. Super Start. Ja, das, ja, jetzt geht's ab hier. Nicht voll Horst. Verhauen? Ja, aber volles Orchester. Ich schlage in dem Moment an, wo die hochkommt. Die turmelt da unten noch rum. Ich kann die fast sehen. Guck mal, die. Mein Gott, hat sie sie jetzt? Yo. So. Hey. Daneben, daneben. Zinshahn, komm hier hin. So. Petri. Petri. Nach dem vierten Biss der zweite Fisch. Ja. Und wieder Bienenmade. Und wieder Bienenmade. Eine einzelne. Ist das kalt heute Morgen? Das kann ich dir aber flüstern. Satan. Matze, was machen wir denn heute? Ja, also ich war jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal öfters hier. Ja. Hab mir an fast jedem Teich geangelt. Wir befinden uns ja heute am Eine und da war es immer so, dass es eine Schwarmbildung gab. Ja. Der stand immer irgendwo im Uferbereich. Ja. Und ja, ich denke, ja. Die Temperaturen sind ja heute wieder gefallen um ein paar Grad. Also ich bin hier heute hingefahren, hat immer zwischen 1 und 2 Grad. Ja, genau. Und ich denke, dass wir mit Naturköder heute ganz gut fahren und auch viel auf Stand tatsächlich angeln. Mit einer Pilotkugel zum Beispiel. Ja. Ich war sehr erfolgreich in den letzten Wochen, oft mit der Maracas und ja. Pilotkugel. Genau. Dass wenn die auch mal ein bisschen rausgezogen sind, dass man da mal hinterher schmeißen konnte. Das war eigentlich immer eine gute Sache und ich denke, dass ich damit auch beginnen werde. Ja, also Maracas, um das eben zu erklären, ist ja praktisch eine kleine schwimmende Bombarde, die hohl ist und wo noch mal ein paar kleine Körnchen drin sind, sodass man ja auch noch kleine Geräuschentwicklung hat. Wie so eine kleine Rasse, genau. Das soll so ein bisschen so die Pellets imitieren, wenn es aufs Wasser fällt. Genau. Dann kommt da drunter wieder ein normaler Stopper. Dreifachwirbel hast du. Hast du nochmal einen Dreifachwirbel? Du hast einen Dreifachwirbel. Ja. Okay. Mhm. Weil ab und zu schleppe ich auch mal mit Teichoberflächen nach. Okay, und gut. Dann, dass sich das ausdreht, habe ich den Dreierwirbel dran. Ja, also ich mache normalerweise keinen Dreierwirbel dran, sondern mache das einfach Schlaufe in Schlaufe. Machen ganz viele. Und dann Vorfach 2 Meter lang oder sowas und darauf eine Pilotkugel. Ja. Ich habe das in diesem Fall heute gar nicht so lang, weil die sind jetzt gar nicht so schwimmkörperscheu. Ja. Jedenfalls waren sie es in den letzten Tagen nicht. Ich habe, glaube ich, 1,20 Meter oder 1,30 Meter Vorfach nur drauf. Und dann kann man mit der Pilotkugel natürlich variieren, ob man jetzt so ein Stück unter der Oberfläche fischt oder so oder so. Ja. Das kann man jetzt hin und her. Also dazu muss man sagen, also das war in den letzten Wochen tatsächlich also eine sommerliche Angelei. Ja. Wir haben bei 7, 8 Grad die Fische oberflächennah gefangen. Also maximal 20 cm, 30 cm an der Oberfläche. Ja. Aufgrund war überhaupt gar nichts. Und ich werde es machen, dass ich einen kleinen Waggler dran mache, also eine kleine Pose, die in sich ausgebleitet ist. Die mache ich einfach auf die Hauptschnur und damit kann ich dann auch entsprechend einstellen, so wie ich möchte. Kann auch genau so ein Stück unter der Oberfläche fischen oder so ein Stück. Der Waggler wiegt 2 Gramm. Ja, ist eine super einfache Angelei. Ja. Probieren. Ich denke, da sollten wir zumindest die ersten paar Fische mitkriegen. Attacke.
So machen wir es. So, da hat es geklappt. Ja. Das sieht aus wie ein kleiner Lachs. Jo. Aber wunderbar. Ja. Etwas größerer Fisch und dann eben unter den Blättern. Oh, der blutet schon. Aber wie man vielleicht sehen kann, ganz vorne. Und ja, trotz einer Bienenmade, die sind echt vorsichtig. Und also wenn ich jetzt mit Spoon angeln würde zum Beispiel, das würde überhaupt nichts bringen. Sondern die sind wirklich selbst mit Naturködern so vorsichtig. Aber, ne? Läuft. Da ist ein Und schon wieder ein Fisch. Jawohl. Guck noch flacher. Ich glaube, man kann es sogar sehen. Die Bienenmaden, die gucken schon aus dem Maul. Ja. Und eingenapst. Und Matthias? Ja, da kommt die nächste. Ich komme gar nicht dazu, die zweite Route aufzubauen. Irgendwie kriegen wir hier wirklich im Sekundentakt die Bisse. Es bleiben nicht alle hängen, aber es tut sich derbe was. Ja. Die Blutkugel ist verrutscht. Ich war so 20 cm tief. Direkt an der Laubkante. Ja. Und Michael? Kannst du? Ja. Biss. Oh, ich gucke mal, ob ich die drauf kriege, die Bohne. Ja, und? Gucke, da ist sie. Oh, da haben wir sie. Ja, das läuft ja. Zack, und drin. Petri. Danke sehr. Aufstand. Aufstand auf eine Bienenmade, 20 cm unter der Oberfläche. Läuft. Wehrig sind sie. Kescher nicht am Mann. Und der nächste Fisch. Jawohl. Matze. Geht hier Schlag auf Schlag. Alles auf Stand. Ich habe noch nicht mal die zweite Route aufgebaut. Ja, ein Lächschen. Sehr also schön. War ein wunderschöner Biss. Ich weiß nicht, ob ihr das durch die Kamera nachher sehen könnt. Die stehen wirklich unter der Oberfläche und ich konnte dem Fisch gerade original 1:1 beim Beißen zugucken. 20 cm unter der Oberfläche. Ich hoffe, das ist gut zu sehen. Die Pilotkugel ist ja nicht wirklich weit weg vom Fisch. Da haben wir ihn. Ja, schön. Nach wie vor 20 cm unter der Oberfläche. Ein schöner Fisch. Also das ist Angelei vom Feinsten, das macht gerade richtig Laune. Nach wie vor eine Route, kommt gar nicht dazu, die zweite aufzubauen. Der Teich ist voll mit Fisch. So, da ist er. Da ist er, genau. Ungefähr 20 cm von oben, eine ganz kleine Pilot. Ich meine, das ist die 10 mm Kugel. Eine Bienenmade und man kann den Fischen zugucken beim Beißen. Also das ist eine richtig tolle, spannende Angelei. Ja. Weil das Wasser ist ja auch klar hier. Ja. Und es ist zwar noch ein bisschen dunkel, aber trotzdem kann man es halt wirklich dann sehen. Ne? Erkennen, ja, auf jeden Fall. Stopp. Dann Kescher so kurz. Ich bin eigentlich gerade am Frühstücken. Danke sehr. Und der Herr Holtmeier auch sofort. Direkt hinterher. Sofort hinterher. Also das ist heute wirklich ein Traumtag. Ja, so ist es nicht. Unangenehm, aber fangen. Die Nase läuft, die Augen tränen, aber die Fische haben richtig Bock. Alles auf Stand. Eine Bienenmade, jetzt sind wir bei 40 cm von der Oberfläche. Läuft. Es ist also kaum ein Wurf, wo du nicht mal eine Attacke kriegst oder mal der Pilot abtaucht. Es lassen viele los, aber es bleiben auch genug hängen. Hier ist nochmal die Montage, die Matthias so erfolgreich eingesetzt hat. Das hier ist die Maracas. Praktisch eine schwimmende Bombarde mit kleinen Kügelchen drin. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Darunter freigleitend auf der Hauptschnur. Darunter eine kleine Gummiperle oder ein Stopper. Das hier ist ein Wirbelpilot, das heißt ein kleiner
Wirbel, ein Dreifachwirbel, der in einem Piloten steckt und dadurch geht der Wirbel nicht unter. Hauptschnur einfach dran geknotet. Auf das Vorfach kommt die Pilotkugel, die kann man in unterschiedlichen Größen nehmen und dann natürlich verziehen, sodass der Haken 3 cm unter der Pilotkugel hängt, aber eben auch viel weiter auseinander. Das hier ist der Wirbelpilot, der nur zur Verbindung von Vorfach und Hauptschnur dient. Und hier vorne nochmal ein paar Piloten, kleine, etwas größere, sowas habe ich jetzt gerade montiert, noch ein bisschen größer und hier was zum Wiederverwenden. Ja, Michael, wieder aufstand. Ja. Oh, und wieder ein kleines Lexchen. Und wieder ein kleines Lexchen. Ja, super. Aber wunderbar. Ja, 30 cm unter der Oberfläche und die großen Fische sind ja für mich, die kleinen sind für Matthias. Ja, kleine Lachse haben wir hier eben auch drin. Das ist ja normalerweise der Portionsforellenteich. Und werden aber diese kleinen Lachse, das sind ja so Fische so um ein Kilo. Zwischen 1 und 1,5 Kilo, rotfleischig. Und die werden hier halt besetzt, auch mit den Portionsforellen zusammen. Und das ist einfach, das sind top Räucherfische. Die kann man sogar filetieren und dann Strebelachs von machen. Top. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Da drin ist noch ein bisschen warm. Das sieht doch wohl top aus, oder? Guck mal. Nehmen wir mal einfach so ein Stückchen weg. Astrein, saftig innen drin. Das wollen wir gleich probieren. Matthias, was ist denn los hier? Ja, Michael, ich muss deine Aussage von gerade revidieren. Ich habe auch einen Lachs drauf. Ah, okay. Und auch einen schönen, wenn ich das so richtig erkennen kann. Ja. Ich muss es immer wieder betonen, nach wie vor. Wir sind immer noch auf Stand zugange und nur... Nur eine Bienenmale, ne? Ja. Ja, dann holen doch mal raus. Ja, der will irgendwie noch so gar nicht. Der will nicht? Nee. Verweigert die Mitarbeit? Nee, der verweigert die Mitarbeit. Ja, das ist aber ein Mitarbeiter. Ja, die sind so ganz anders als ich. Die sind sportlich. Ah, okay. Guck mal da. Der Kütterding. So. Ja, die Waldfee. Will nicht raus? Nee. Das möchte der gerade gar nicht. Satanschlag. Gibt's doch nicht. Ist ja gar kein Heer drüber über den Burschen. Und Rute ist krumm, ne? Jo.
Also um das mal so zu zeigen. Die Zweier Excalibur leistet wieder ganze Arbeit. Ja. Und das muss man schon sagen, auch bei Lachsen so in dieser 2-Kilo-Kategorie, das ist ja schon schön, wenn die die Schläge mal so abfedern. Ja, 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 auf jeden Fall. Satan, da wird der Kescherklopf plötzlich ganz klein. Ne? Ja. Aber wir haben sie. Ich habe auch noch einen großen Kescherkopf mit. Ja, damit konnte ja keiner rechnen. Nee, damit konnte keiner rechnen. Wunderschöner Fisch. Mega, mega Tag heute. Petri. Petri, dank. Ja, sauer, Michael. Aufs Huhn? Ja. Da ist er. Der erste aufs Huhn. Wir haben jetzt irgendwie keine richtigen Bisse mehr bekommen auf nicht bewegte Köder. Obwohl wir das ja eigentlich machen wollen. Aber dann habe ich einfach mal ein Huhn dran gemacht. Und den wollte er richtig fressen. Ich weiß nicht, gar nicht, ob man das sieht. Der ist tief unten drin. Also ja, jetzt ist er rausgefallen, aber der war tief unten drin. Ja, mal gucken, ob wir damit noch ein paar kriegen. Ja, Matthias, so ganz schön ist das Wetter nicht, ne? Nee, aber dafür die Angelei. Ja, genau, also, es beißt. Ja, es beißt wirklich gut. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Heute Morgen ganz, ganz viele Fische knapp unter der Oberfläche. Ja. Also, wie gesagt, mit der Pilot, das lief ja super. Eine Bienenmade. Eine Bienenmade. Keine zwei Bienenmaden, eine Bienenmade. Im Teich drin sind normalerweise Portionsforellen. Ja. Aber auch viele kleine Lachse. Ja, also der Teich 1 ist ja der Mischteich. Ja. Und da kommen immer mal, also jetzt nicht die ganz großen, wie zum Beispiel im Teich 3, aber ja, genau. Sagen wir bis 2 Kilo, ja, sind immer mit im Besatz drin im Teich. Ja, genau. Und sie beißen. Die haben sich heute auch die kleinen Lachse von ihrer besten Seite bisher gezeigt. Also ja, ich war wirklich überrascht. So war es wirklich die letzten 3 Wochen nicht. Auch etwas weiter in der Seemitte. Wir haben ja auf vieles gefangen. Zum Schluss ging ja, oder jetzt ging ja auch noch auf Teig sehr viel. Genau, das wollte ich mir eben gerade noch sagen. Also heute Morgen praktisch wirklich nur stehend. Genau, stationäres Angeln. Und dann, als wenn einer einen Schalter umlegt, wollten sie gar nicht mehr. Genau. Und dann hat man ein bisschen was mit Bewegung angefasst. Erst ging es noch auf bewegte Bienenmaden.
Dann wollten sie auch das nicht mehr und dann sind wir ja auf Teig gewechselt. Und das und, ja, ich hab mit Teig ja noch gar nicht gegessen. Du hast mit Spoon. Genau, ich habe mit Spoon ein paar Sachen probiert und habe ein paar Fische damit auch gefangen. Das ist also im Augenblick fängt nur noch Matthias, weil ich gar keine Lust mehr habe. Ist mir einfach zu kalt und meine Finger sind so kalt. Ich habe eben gerade versucht, einen Teigdreher hinzubekommen. Ich kriege die gar nicht mehr richtig hin. Das ist einfach. Ja, es ist wirklich unschönes Wetter. Ja. 1 bis 2 Grad und dann noch der Wind und jetzt im Moment Schneeregen. Ja, genau. Aber den Fischen scheint das nichts auszumachen. Nee. Also ich habe selten so eine gute Angelei erlebt, so schnell, komplett ohne Beißpause. Ja. Es tut sich eigentlich in einer Tour was. Genau. Wir haben in den letzten Wochen häufig gesagt, Angelei ist schwierig, weil immer wieder Anpacker da waren und die Fische nicht richtig durchgenommen haben oder gar nicht gebissen haben oder Köder komplett ignoriert haben und so weiter. Jetzt im Augenblick, jetzt ist es kälter geworden, da scheint wirklich ein Schalter umgedreht worden zu sein. Ja. Also es war auch so, also nicht, dass man heute keinen verschlagen hätte. Verschlagen habe ich genug, ja. Aber das ist völlig egal, weil du schmeißt mit dem neuen Köder wieder rein und kriegst im nächsten Mal wieder einen Biss. Ja, also wir haben heute Morgen zu Anfang wirklich nur mit einer Route gefischt. Ja. Jeder. Wir haben es gar nicht geschafft, die zweite Route. War gar nicht anders machbar. Ja, gar nicht. Die zweite Route kriegt man, ja, wenn wir die rausgehabt hätten, wäre jetzt nur Tüdel gegeben. Ja. Das wäre dann wirklich nur schlimm gewesen. Kann man wirklich nicht anders sagen. Aber du willst ja noch ein bisschen fischen. Ja. Ich mache jetzt gleich Feierabend, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Also und ich habe genug Fisch. Ich habe schon wirklich viel Fische gefangen, aber solche Tage erlebt man selten. Ja. Ich kann nicht aufhören. Ja. Da muss ich ehrlich sein. Ja, genau. Lexien am Abend erquicken doch Abend. Ja, eigentlich sage ich ja immer was anderes. Nämlich fängst du morgens an Barsch, dann ist der ganze Tag im Eimer. Dann fange ich lieber auf die Schnelle mir eine schöne Lachsforelle. Man nannte mich früher Pöt. Ja, schönes Ding. Aber richtig schön. Super. Ast rein, geschleppt. Ja. Gelber Teich. Hat der Taucher wieder an 4 Strang gehängt? Ja. Ast rein. Nein, das ist nicht die Bachforelle, das ist ein großer Lachs. Große Lachs, okay. Ja. Das mache ich mal eben. Kommst du damit alleine klar mit dem Cash-On und so? Ja, ich denke. So. Große Lachs. Hat man, der ist ein bisschen größer. Guck mal, der Kescher hier ist ein bisschen größer und der ist ein bisschen länger vor allen Dingen auch. Die geht aber gut spazieren mit dir. Das sag ich dir. Da, und Michael hat es wieder. Ja, sehr schön, schöner Fisch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Matthias. Haha, aber ein wirklich schöner Fisch. Ja, 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 einwandfrei. Wirklich, das ist wirklich schön. Ja. Astrein, echt ein toller Tag heute. Wahnsinn, ja. Wie die Fische heute abgehen. Und quasi geschleppt mit Trotterpopper.
Aufsicht mit Trotterpotterteig drauf. Ja. Die hat den mehrfach attackiert, ist immer einen Meter geschwommen, hat den ausgespuckt, gedreht, nochmal genommen. Und beim sechsten, siebten Mal war es mir dann zu viel. Und in dem Moment, wo sie genommen hat, habe ich angeschlagen, saß schön im Winkel vom Maul. Haken hat gut gefasst. Sehr guten Kampf hat sie abgeliefert. Ist echt ein schöner Fisch. Ja, Petri. Petri, dank. Hallo. Ich würde mal sagen, Feierabend. Ja. Ein total irre, spannender Tag. Ja, kann man nicht anders sagen. Das Wetter echt bescheiden. Ja. Aber vom Beißen her ein Tag, den auch wenn ich viel am Wasser bin, nicht oft miterlebt habe. Ja, genau. Also wirklich, die Fische haben super gebissen, kann man nicht anders sagen. Und gerade eben, wie so nach den letzten komischen Wochen, muss man sagen, ganz irre. Wahnsinn. Ja. Also, die stehen fast in der gesamten Breite, ich sag mal von 20 cm an der Oberfläche bis runter auf 1 Meter, 1,10 Meter. 10. Ja. Teig war jetzt zum Schluss ganz effektiv. Heute Morgen war die Pilotkugel mit Bienenmade stationär angeboten effektiv. Ja. Du hast zwischenzeitlich sehr gut auf Spoonen gefangen. Man konnte fast alles machen. Farbe war teilweise zwischendurch wirklich egal. Du konntest dranhängen, was du wolltest. Aber man muss sagen, nach und nach war es immer ganz unterschiedlich. Heute Morgen glaube ich nicht, dass mit Spoon irgendwas gegangen wäre. Nee, da hast du recht. Ja. Jetzt geht es auch nicht mehr mit Spoon, aber weil du ja viel langsamer bist mit dem Teig, geht es mit dem Teig. Ja. Auf stehende Köder gehen sie jetzt gar nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Also wenn wir uns nicht gewandelt hätten, immer wieder was anderes gemacht und immer wieder geguckt, Mensch, da sind noch Fische, aber sie beißen jetzt nicht mehr. Also müssen wir uns was anderes ausprobieren. Dann würde ich sagen, hätten wir deutlich weniger gefangen. Das auf jeden Fall, ja. Also wenn jemand nur Spoon bei gehabt hätte, wäre der mit Zehntel an Fischen nach Hause gegangen. Ja, hätte er wieder gehabt. Wenn jemand nur Stand geangelt hätte, wäre der heute Morgen König gewesen und heute Abend Schneider. Ja, richtig. Muss man einfach ja, mal so, das ist richtig. Einfach mal so sagen. Also es ist wirklich, nur das Wandeln der Methoden hat wirklich den Fisch gefangen. Wurde immer wieder belohnt. Ja. Also sobald du was verändert hast, vom Stand in den Schlepp rein, war super. Ja, ganz genau. Da kann man echt nicht, also das war genau so. Ja, und wir haben auch drumherum ein bisschen beobachtet. Hier neben uns war ein Kollege, der hat halt auch gewandelt, der hat auch viele verschiedene Sachen ausprobiert, der hat halt auch richtig Fisch gefangen. Ja. Drüben stehen ein paar andere Leute, die haben nur eine Methode gemacht und, weiß nicht, 2-3 Fische oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe meine noch nicht gezählt, aber über 20 werden es sein und bei dir wahrscheinlich über 30 oder so. Es war ja schon immens. Schon, also war schon eine richtige Menge Fisch. Ja. Und sowohl normale Portionsforellen als auch so Lachse. Ich habe einige Lachse so um im Babylachse. Ja, im Kilobereich. Und du hast ja auch noch einen großen, mindestens einen großen dabei gehabt. Ja, gerade so einen wirklich schöner, würde ich sagen, der hat so 2 Kilo. Ja, also stimmt. Unglaublich, kann man nicht anders sagen. Das war wirklich ein wunderschönes Angeln, trotz des bescheidenen Wetters. Ja, ganz genau. Ja. Aber wie was jetzt so kalt ist, man hält sich. Also ich kriege es gar nicht mehr bewegt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Und ich werde jetzt mal Fische ausnehmen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Macht's gut.